Die Konstantin-Landesausstellung war ein großer Erfolg für Trier und das Rheinische Landesmuseum. Es präsentierte den weitaus größten Teil der Exponate, die auf 3 Museen der Stadt verteilt waren. Doch seitdem köchelt das staatliche Museum an der Weimarer Allee auf Sparflamme. Grund ist der notwendige Umbau der Fläche für die Dauerausstellung und deren Einrichtung. In gut 13 Monaten soll das größte Museum im Land wieder über seine volle Ausstellungskraft verfügen. Dies teilten Direktor Eckhard Köhne und Thomas Metz, Chef der Mainzer Generaldirektion Kulturelles Erbe, in einem Pressegespräch mit. Mit der Eröffnung der neuen Dauerausstellung am 4. September 2009 verdoppelt sich die Präsentationsfläche von derzeit 2000 auf 4000 Quadratmeter. Dann wird man doppelt so viel sehen wie vorher und Themen, die bislang jetzt nicht mehr sichtbar waren. Also Kelten beispielsweise, frühe Menschen, aber auch Mittelalter, das alles wird dann zu sehen sein. Die staatlichen Museen in Rheinland-Pfalz mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten stehen seit März unter der Leitung der Generaldirektion Kulturelles Erbe und sollen künftig eng kooperieren. Ziel ist es, die historischen Schätze des Landes einem großen Publikum zugänglich zu machen. Bis zum nächsten Jahr stehen zudem 3 Sonderausstellungen an. Thomas Metz sagt zu der neuen Struktur: Die Generaldirektion ist am Start hier in Trier und wir präsentieren das kulturelle Erbe. Das heißt, das eine heißt, das Museum hier profiliert sich mit dem Thema Archäologie und gleichzeitig ist die Fotografie ein wichtiger Bestandteil des Koblenzer Museums mit einer großen Ausstellung hier zu Gast. Und das Thema Malerei, Umslieferung zum Zeitkunstumslieferung aus dem Landesmuseum in Mainz ist ein zweites Thema. Ausstellungen zu vermitteln, Vermittlungsarbeit, wesentliche Arbeit der Generaldirektion und Strukturen zu entwickeln, das ist notwendig, um die Basis zu haben, mit der wir arbeiten. Nach der Eröffnung der Dauerausstellung will sich das Trierer Landesmuseum auch wieder eigenen Sonderausstellungsprojekten widmen.